Medizinprodukte-Richtlinien sollten eigentlich den Verbraucher schützen. Nun hakt das ein bisschen. Ich versuche zu erklären, wo das Problem liegt. Die Medizinprodukte-Richtlinie hat zumindest in der medizinischen Welt relativ viel Aufsehen gemacht. 2017 beschlossen, ganz harte Regeln für die Geräte, ähnlich wie bei Medikamenten, sollte dann 2020 in Kraft treten. Dann hat man es wegen Covid noch auf 2021 verschoben. Und nun, was die Politik da wieder produziert hat, ein Riesenproblem. Man hat festgestellt, dass es gar nicht genug Prüfstellen, sogenannte Notified Bodies, gibt, um den Firmen überhaupt die Chance zu geben, ihre Geräte prüfen zu lassen. Deswegen sind diese wirklich bahnbrechenden und ganz wichtigen schützenden Neuerungen für die Patienten nach wie vor nicht wirklich in Kraft. Das gilt für die Fettwegmachmaschinen, für die Laser, aber auch für die Filler. Es ist ein Riesendilemma, dass die Politik innerhalb von Jahren, fast Jahrzehnten nicht in der Lage war, die Grunddinge, also wie rein muss ein Filler sein, welche Intensität darf ein Laser haben etc. pp. Nicht festgelegt hat. Da haben schlicht und einfach die Fachministerien ihre Hausaufgaben nicht gemacht und die Zeche zahlt wie immer der Verbraucher und hier der Patient. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne. Und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.